situation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir hier. Ja, heute mal ein paar neue Karten, wir haben ein paar Primetime-Karten, von denen wir uns die ein oder anderen anschauen müssen. Wir haben ein paar neue Plays oder hier Karten und ja, schauen, was noch so dran ist. Los geht's in den neuen heutigen Content. Fangen wir mit den heutigen Plays of the Year Karten. Anfang macht der 82er Ben Slotty von den Winnipeg Ice. Er ist ein rechter Verteidiger, 1,83 groß, 79 Kilo mit Magie und Lacrosse-Schläger. Klar, wer das kann, wer es probiert, gerne anmachen, ansonsten würde ich es gerne aktivieren. Wir haben 86 Beschleunigung, 86 Tempo, ist okay soweit. Der Schuss ist gut mit 92 Schusskraft und vom Schlagschuss und der Handgelenkschuss auch bei 91. Ja, Hände sind eher im niedrigen 80er Bereich, wenn man das mal Schnitt macht. Widerstandsfähigkeit bei 93 kann Verteidiger auch nicht schlecht sein und der Bulli würde eh keine spielen mit 63. Und die Karte hat jetzt Hand-Augen-Koordination plus 3 bekommen, ist damit auf 79, also reißt jetzt auch nicht wirklich raus. Zunächst einmal von den Toronto Maple Leafs, den 82er Wayne Simmonds, linker Flügelspieler, 1,88 groß, 82 Kilo, mit Verteilung und dritten Auge. Kommt so auf 85 Beschleunigung, 84 Tempo, Schuss auf, ja, Durchschnitt mit 86 Kraft und 79 und 80 Genauigkeit, Hände auch im niedrigen 80er Bereich, wenn überhaupt. Bodychecken wäre das ein bisschen gut, also gerade fürs Unterzahl, fürs Penalty-Killing kann man den sicherlich einsetzen, bringt auch mit fast 1,90 eine gute Masse hin. Hier ist es passend und plus 3 gestiegen, ja, ist dann auf 81, kann man jetzt auch nicht unbedingt danach suchen. Zunächst einmal auf meiner Avalanche den Choo-Choo-Train, Valnikushkin, 84er Karte, ein rechter Flügelspieler, 1,93 groß, 95 Kilo mit Zonenwirbel und Urgewalt, sehr schön. Kommt aus 86 Beschleunigung, 88 Tempo, Schuss im Schnitt bei 84, Hände auch im Schnitt bei 84, Offensivbewusstsein geht sogar auf 88 hoch. Face-Off kann er keine spielen, aber gerade noch mit Urgewalt an und auch vom Speed her kommt er auf 88, also ist auch eine brauchbare Flügelspielerkarte, allein wegen der Größe schon, kann man es sicherlich einsetzen, gute Karte von Valnikushkin. Dann noch die Auflösung von den Game Day Tilt Karten. Ich glaube, es war Niklas Robertson, der ist bei 80 geblieben. Neil Pionk auf 81, Kader Verhaeghe auf 81 und der große Gewinner hier ist eigentlich Rasmus Sandin, der sogar auf 83 gestiegen ist. Er kommt damit auf 89 Beschleunigung mit Wildheit noch an, also auch ein Superverteidiger, zwar nur mit 1,80, aber gerade eben mit der Wildheit an, ist sicherlich brauchbar. Dann haben wir noch ein paar neue Primetime-Karten. Da gilt generell, wenn ihr so eine Karte zieht, tauschbar, würde ich sie sofort verkaufen. Ihr kriegt niemals so viel Kohle wie an dem Tag, wo sie rauskommen. Also wenn ihr es in 3 Tagen verkauft, bis dahin kamen schon die nächsten Primetime-Karten, dann ist die schon wieder vergessen. Also am ersten Tag, wenn ihr sowas zieht, dann gibt es die meiste Kohle dafür. Deswegen habe ich den Dominik Kubalik gerade gezogen und gleich am Auktionsmarkt wieder gehaut. Also er ist von den Detroit Red Wings, 81er Karte, rechter Flügelspieler, 1,88 groß, 81 Kilo mit Schlenzer oder kein Wettkampf, beziehungsweise kein Wettkampf. 84 Beschleunigung, 84 Tempo, dazu noch 80 Ausdauer, Schuss auch im niedrigen 80er Bereich, also nichts Besonderes an der Karte, also kein, wo ich jetzt groß einsetzen würde. Bringt eine gute Größe mit, das war es dann aber auch schon. Dann haben wir zwar gerade erst, aber nochmal den 81er Niklas Robertson von den Toronto Maple Leafs, einen Center, wobei ich die Karte eher im rechten Flügel einsetzen würde, 1,78 groß, 80 Kilo mit Gladiator und Wonty. Wonty bei Stürmern kein Fan davon. Wir haben 87 Beschleunigung, 87 Tempo, aber nur 78 Ausdauer, okay. Schuss im niedrigen bis mittleren 80er Bereich, Hände genauso. Bodychecking ist halt nur bei 73, kann man noch pushen auf 75. Und ich sage, am Center mit 76 würde ich nicht spielen, für mich ein rechter Flügelspieler. Zunächst einmal ein 83er Taylor Hall von den Boston Bruins. Er ist ein rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 93 Kilo mit Arbeitstier und präziser Pass. Mit Arbeitstier kommen auf 92 Beschleunigung, 91 Tempo, zwar auch nur 81 Ausdauer, aber gerade wer jetzt die Basiskarte von ihm noch im Einsatz hat, wäre das dann desto der nächste Schritt, den 82er Taylor Hall durch den 83er zu ersetzen. Schuss auch von der Kraft bei 86, Genauigkeit ist bei 83, Hände auch im mittleren 80er Bereich. Also kann man es sicherlich einsetzen. Das ist nicht der Schussstärkste, nicht der Checkstärkste, aber er ist zumindest schnell und das wollen wir am Anfang haben. Das nächste Mal von den New Jersey Devils sind 83er Nico Hischier, ein Center oder ebenfalls ein rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 88 Kilo mit Buzzing und Puck am Faden. Auch hier mit 88 Beschleunigung und 89 Tempo kann man durchaus am Flügel einsetzen mit 78, also ich würde keinen Center unter 80 spielen, da manche Damen schon mehr am Face-Off, wäre für mich keine Center-Option, eher auf dem rechten Flügel. Schuss auch im niedrigen 80er Bereich, die Hände sogar im mittleren 80er Bereich, Bodychecking ist bei 80, Widerstandsfähigkeit bei 79, okay. Kann man das sicherlich einsetzen, gibt es auch schnellere Basiskarten auch, aber man kann den Show ruhig einsetzen. Ja, was machen wir mit Joe Pavelski?
Reinhard Joe Pavelski von Dallas Stars, linker Flügelspieler, 1,80 groß, 88 Kilo mit Funke oder und Schnappschnapp. Kommt halt auch so nur auf 85 Besteuerung, 83 Tempo. Schön ist, sie haben Augenkonnektion, die bei 92 ist, also auch Offensivbewusstsein bei 88. Nur 77 am Face, aber also auch keine Center-Option, also keine Karte, die, wo ich aufgrund der Größe, ist er ja viel zu langsam eigentlich, also kein, wo ich empfehlen kann. Und ich glaube fast, wenn es so ist wie letztes Jahr, dann wird es bis zur Endkarte auch so sein. Dann schon mit der zweiten Primetime-Karte für Mats Zuccarello-Aasen von den Minnesota Wild. 83er Karte, rechter Flügelspieler, 1,73 groß, 79 Kilo mit Herz und Seele und Panzer. Herz und Seele, ja, es ist nichts, wo ich jetzt hier aktivieren würde. Also gibt es andere Synergien, wo ich jetzt vorher anmachen würde, bevor ich Herz und Seele anmache. 89 Beschleunigung, 90 Tempo ist nicht schlecht. Balance nur bei 79 ist auch recht wenig. Der Panzer kann ja durchaus Sinn machen, weil er doch recht klein und schmächtig ist. Schuss bei im Schnitt bei 84, Hände sind auch so weit in Ordnung. Bodychecken bei 71, Widerstandsfähigkeit bei 71. Also gecheckt werden darf er nicht, aber sicherlich eine wendige, schnelle Flügelkarte. Zunächst einmal vom Tampa Bay Lightning, den 84er Braden Point, ein Center oder auch hier bitte alternativ linker Flügelspieler. 1,78 groß, 83 Kilo mit Knipser und Scharfschütze. Mit 80 am Faceoff könnte man spielen lassen. Mir persönlich wäre dafür zu klein. Ich würde mit 90 Beschleunigung und 88 Tempo am Flügel setzen. Schusspräzision bei 87 und 88 ist brauchbar. Auch die Hände im hohen 80er Bereich. Klar, Body checken kann er nicht. Das haben aber viele Karten, dass er nicht wirklich checken können. Widerstandsfähigkeit mit 84 auch okay. Also für mich auch wieder hier eher eine Flügelspielerkarte als ein Center. Zunächst einmal den 85er Jack die Eichel von den Vegas Golden Knights. Ein Center, auch hier alternativ, linker Flügelspieler. Man kann immer im Center spielen. 1,88 groß, 97 Kilo mit Verteilung oder Scharfschütze. Kommt immerhin so auf 90 Beschleunigung, 90 Tempo. Also auch eine Flügelspieleroption. Hat aber auch 82 am Faceoff. Kann man durchaus spielen lassen. Schuss im hohen 80er-Bereich. Die Hände genauso. Bodychecken fehlt es ein bisschen, aber bei der Größe und fast 100 Kilo. Kein Problem. Also Superkarte von Jack Eichel. Abschluss macht von den Toronto Maple Leafs der 88er Austin Matthews. Ein Center, 1,91 groß, 93 Kilo mit Verteilung oder außerordentlichem Vorbild. Auch hier kommen wir auf 90 Beschleunigung, 88 Tempo, Phaser Rating geht auf 85 hoch. Und auch hier das außerordentliche Vorbild macht Sinn, weil doch viele eben von der Ausdauer recht wenig haben. Kann es pusht das Ganze nochmal, wenn er ein Tor schießt und der wird einige Tore schießen. Schuss von der Kraft her bei 90, die Genauigkeit sogar über 90, Hände auch im Schnitt bei über 90. Bollchecken fehlt es ein bisschen, aber jetzt bei 1,91, 93 Kilo sollte nicht sein Problem sein. Also gute Karte von Austin Matthews. Dein X-Faktor damit genauso hoch wie diese Karte, das heißt die nächste Primetime oder Team of the Week Karte die oder Eventkarte, die von ihm rauskommt, dann ist auch die X-Faktor-Karte von Austin Matthews upgradebar. Und da auch nochmal ein Tipp an die Schnäppchenjäger unter euch. Gerade wenn von einem Spieler eine neue Karte rauskommt, eine höhere Karte rauskommt, will die immer jeder haben, dann kommt die alte, wird in Vergessenheit geraten. Also, wenn so neue Karten rauskommen, der Vorgänger ist dann meistens wirklich um einiges billiger. Deswegen, wenn er jetzt hier sagt, Braden Point wollt zum Beispiel, dann guckt nach der 83er, schauen wir, was der gerade im Auktionshaus kostet. Ja, ist im Schnitt bei 6.000, weil aber klar ist, weil die 83er braucht man für die ganzen Sets, aber später im Spiel würde es so sein, dass die Vorgängermodelle immer einiges günstiger sind als dann der Nachfolger. Auch wenn es nur ein Punkt ist und teilweise die Beschleunigung und die Geschwindigkeit nicht steigt. Ja, und damit sind wir auch am Ende vom heutigen Video angelangt. Gerne Kanal liken, abonnieren und natürlich vielen Dank an alle neuen Follower, sei es hier auf YouTube, auf Twitch, Twitter, Instagram. Sauber bleiben, so schaut's aus. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss.